Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute im Video möchte ich euch mal erklären, woran es liegen kann, wenn der Sommerflieder nicht blüht. In der Regel hat das zwei Ursachen und welche das sind, das sage ich euch jetzt einmal. Bevor wir jetzt zu den möglichen Ursachen kommen, möchte ich euch noch einen kleinen Tipp kurz vorher geben. Wenn ihr hier verblühte Blüten habt, schneidet diese immer raus. Das regt nämlich auch Neuaustrieb der Blüten an, beziehungsweise euer Sommerflieder wird so auch gleichzeitig etwas blühfreudiger. In der Regel ist es so, dass es eigentlich nur meistens zwei Ursachen gibt, warum der Sommerflieder nicht blüht. Normalerweise ist die Pflanze relativ robust und man kann nicht allzu viel falsch machen. Die erste Ursache ist auch kein wirklicher Fehler, sondern ein äußerer Einfluss. Das sind nämlich einfach Frostschäden, wenn es wirklich zu kalt wird, so ab minus 20 Grad, was wir ja zugegebenermaßen in Deutschland relativ selten haben. Kann es aber zu Frostschäden an unserem Sommerflieder kommen. Und wenn das so ist, dann gibt es ziemlich viel abgestorbenes Holz und kein Grund, den Sommerflieder dann auszugraben oder wegzuschmeißen. Schneidet einfach das ganze tote Holz ab. Wenn ihr das rechtzeitig macht, wird auch im Sommer der Sommerflieder noch blühen. Blütezeit ist übrigens so im Juli, August rum. Er blüht nämlich immer im diesjährigen Holz. Von daher, alles was braun verfärbt ist und abgestorben ist, schneidet ihr einfach runter. Und solange noch zwei Augen an einem Ast da sind, wird er auch wieder austreiben und dann auch in dem gleichen Jahr wieder blühen. Für die zweite Ursache wiederum kann man selbst was. Und zwar, wenn man einfach den Sommerflieder gar nicht zurückschneidet, dann wird es mit den Jahren so werden, dass er relativ blühfaul wird. Teilweise trägt er nur sehr wenige Blüten, im schlimmsten Fall dann aber auch gar keine. Das heißt, hier könnte ein Rückschnitt, ein Verjüngungsschnitt einfach wieder helfen und auch ja, das Austreiben neuer Triebe anregen bei dem Sommerflieder und somit dann auch zur Blütenbildung beitragen. Der zweite Punkt von der Ursache ist eigentlich auch ein falscher Rückschnitt. Wer jetzt zum Beispiel anfängt, den Sommerflieder oder auch Schmetterlingsflieder genannt, schon im Herbst zu schneiden, der tut ihm im Prinzip nichts Gutes. Dann ist er dem Frost ausgesetzt. Das heißt, hier kann Frost zu viel Stress führen an der Pflanze und auch dafür sorgen, dass keine Blüte stattfindet. Wer dann erst im Frühsommer schneidet und dann auch zu weit runter schneidet, schneidet leider schon die Knospen ab, die für die diesjährige Blüte vorgesehen sind. Das heißt, auch dann wird es kaum eine Blüte geben, wenn man alles weggeschnitten hat an Knospen. Deshalb ist es wichtig, den richtigen Schnittzeitpunkt auszuwählen. Und da sollte man sich einen frostfreien Tag nehmen. Im Spätwinter, so Januar bis März, also eher Richtung März hinaus. Ihr müsst immer so ein bisschen beobachten, wie kalt und wie knackig der Winter ist. Auf jeden Fall solltet ihr im Auge behalten, dass es relativ frostfrei ist. Ja, das waren die beiden hauptsächlichen Ursachen, warum der Sommerflieder nicht blüht. Zugegebenermaßen, das kommt relativ selten vor. Wichtig ist auch noch der Hinweis, einfach Verblühtes rauszuschneiden, um so die Neubildung der Blüten anzuregen. Hier habe ich zum Beispiel noch einen vergessen, das schneiden wir gleich mal raus. Und wichtig auch, wenn ihr dann zurückschneidet, macht es nicht im Herbst, macht es auch nicht im Frühjahr, macht es wirklich im Spätwinter, Januar bis März ist ein guter Zeitpunkt, den Sommerflieder zurückzuschneiden und sucht euch einen frostfreien Tag aus, um die Pflanze nicht unnötig zu stressen oder dafür zu sorgen, dass nichts kaputt frieren kann. Und dann sollte auch im kommenden Sommer der Sommerflieder oder Schmetterlingsflieder sehr schön blühen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!